Hallo Thomas. Hi. Hallo liebe Zuschauer. Willkommen an einem kalten Abend zum Weiterbasteln an dem Motor hier. Also Andreas, sein Motor liegt im Finishbereich, also eine Kupplung haben wir eingebaut, wir haben eigentlich schon alles verbaut und jetzt kommen so die Restarbeiten, die noch gemacht werden müssen und das gucken wir uns dann jetzt mal an. Gut, also auf der Seite waren wir jetzt schon fast fertig, also es gab schon mal eine Frage, ob die Kupplung trennt. Haben wir ausprobiert, Kupplung trennt. Funktioniert, ist getestet. Ist eigentlich alles soweit richtig eingestellt und jetzt kommt noch mal die Fahne. Und zwar haben wir ja gesagt, wir machen jetzt hier die Leerlaufkontrolle. Ich habe gesagt, hier vorne soll ja die Kante frei sein, dass man die Leerlaufkontrolle jetzt hier reinschieben kann. Und dann können wir das ganze Zeug noch mal anziehen. Achter Schlüsselweite und dann einfach festziehen. Und dann sollte das, wenn alles gut geht, auch nur im Leerlauf Kontakt zur Masse geben. Da ist eine Wellenscheibe unten drunter, die das Ganze ein bisschen festigt. Gut, und jetzt hauen wir die Kontermutter nochmal oben drauf und ziehen die auch nochmal an. So, damit ist es jetzt verbaut. Gut. Jetzt schalten wir den Motor noch mal durch. Ich mache es ja gerne mit Feststellzange, wie ich ja schon erklärt habe, weil das einfach besser geht. Thomas, brauchst du noch ein Zahnrad? Jo. Dann kriegst du noch ein Zahnrad zum Auflegen. So, der nächste. Und jetzt ist der halbe Gang drin, also der Leerlauf. Und jetzt sollte das Kontakt geben. Nehmen wir unser Multimeter und messen mal, ob wir einen Durchgang haben. Also zwischen Gehäuse und Schraube sollte ein Durchgang sein. Jetzt gibt es Kontakt. Guck. Also Kontakt ist da. Kontakt ist weg. Gut, jetzt legen wir noch mal einen Leerlauf ein und gucken, ob die einen ersten Gang ein. Einen Nicht-Leerlauf. Einen Nicht-Leerlauf. Die Richtung wird aber eher der zweite. Das ist wurscht egal, Hauptsache einen Gang einlegen. So, jetzt sieht man aber schon vom Abstand her, dass da kein Kontakt ist. Wir messen es trotzdem noch mal nach, ob Kontakt ist und es. Weil es könnte ja sein, dass die Schraube auch sozusagen mit dem Motorgehäuse in Verbindung steht und demzufolge mir einen falschen Kontakt liefert. Habt ihr immer einen Leerlauf drin? Ja. Egal welcher Gang geschalten ist. Wollen wir ja nicht. Also, ja. Das ist unterbrochen und erster Gang ist genauso. Man sieht auch, dass das hier schön trennt. Also hier ist ein Abstand jetzt zwischendrin, also kann kein Kontakt da sein. Und jetzt gehen wir in den Leerlauf rein und da muss wieder Kontakt sein. Also, gucken wir nochmal nach. Kontakt. Jo. Genau. Manchmal ist das ein bisschen ja, vom Härten her, weil das Fähnchen hier ist gehärtet und da hat sich manchmal ein bisschen Öldust drauf gelegt, also praktisch Ölkohle. Und wenn die Ölkohle drauf ist, gibt es halt keinen Kontakt. Das muss erstmal ein bisschen runter. Also, man kann da ein bisschen mit Schleifpapier unten das ein bisschen blank machen, dass man dann richtigen Kontakt hat. Gut, das ist aber soweit in Ordnung. Wie ihr gesehen habt, haben wir die Stifter auch schon eingesetzt, also die sind auch dran. Wir können uns jetzt hier den Kupplungsdeckel nochmal vornehmen. Also der hat ja hier den Stopfen drin. Da unten drin ist nochmal eine Dichtung, die müssen wir noch rausdrücken. Das ist hier so wie so ein Moosgummi gemacht, aber der ist auch schon schön mit Öl durchsaugt. Und da kommt jetzt der Mitnehmer rein. Mitnehmer haben wir hier. Den können wir einfach hier einsetzen. Können wir gucken, ob er passt. Der passt recht gut und schön straff. Dann tun wir den mal ein bisschen fetten.
sitzt da jetzt drin. Hm. Könnte dann eigentlich noch eine Scheibe unten rein? Da gibt es Versionen mit Scheibe, habe ich schon mal gesehen, aber hier in dem Lieferumfang ist keine enthalten. Also, ich habe bei mir, in meinen, habe ich eine Scheibe drin. Ich könnte ja mal gucken, ob ich eine Scheibe habe, die passen würde. Ah, eine schöne dünne. Eine schöne dünne. Die wir da einsetzen können. Genau, ich brauche keinen extra Platz. Wenn es gescheit geschmiert ist, dann läuft es ja, glaube ich, leicht an. Vor allen Dingen, das Stahl arbeitet sich dann nicht so ins Aluminium ein. Das ist der ganze Dreh dahinter. So, da haben wir hier nochmal einen schönen Welli. Also einen Wellendichtring direkt dafür gemacht. Und den müssen wir jetzt dann hier oben einsetzen. Können natürlich hier oben drauf auch noch mal eine Unterlegscheibe setzen. Das ist jetzt Glaubensfrage. Weil ein bisschen Spiel hat das Ding ja immer. Und dann gleich mal das Spiel ein bisschen aus. So, und ich nehme mir dafür immer eine Nuss her und ziehe das mit einer langen Nuss ein. Die sollte passen. Gut, dann haben wir hier oben nochmal diesen Mitnehmer und diese Halterung, die Abdeckung für den Mitnehmer. Und die wird hier oben eingesetzt. Und die ziehen wir genauso mit der Nuss auf, mit einer größeren. Sich schon verbaut. Und das Ganze, gucken wir, dass es schön bewegt, sitzt mir eigentlich ein Stückchen zu tief, Thomas. Aber wenn er sitzt, dann sitzt er. Mhm. Aber sieht nicht so doll aus, ne? Mhm. Machen wir jetzt mal den Trick noch mal versuchen. Alte Welle. So. Also wenn es jetzt tief reingerutscht ist, dann schrauben wir uns mal die Welle darüber. Hier haben wir unsere Gabelschüssel und drücken das nochmal ein Stückchen raus. So. Weil der Kerbstift, wenn der drin ist, dann geht nichts mehr. Und so soll sie auch sein. Und dann sitzt das hier schön, bündig. Und dann können wir jetzt den Kerbstift dann setzen. Gut, dafür legen wir den mal auf den Metall. Und zwar sauberes Metall. Sauberes Metall. Wir legen mal noch ein Stückchen Lappen drunter und dann. So, damit ist das Ding drin. Ihr habt hier keine Bohrung innen drin, wo ihr den wieder raustreiben könnt, wie beim anderen. Demzufolge empfehle ich euch, hier oben einen kleinen Bund zu lassen, dass er mit der Zange wieder drunter kommt, um den wieder rauszuziehen, falls ihr das mal wechseln wollt. Oder das Loch verlängern. Oder ihr müsst es dann halt durchbohren. Also an dem Moped haben wir es durchgebohrt. Habe ich einfach dann hier das Loch innen durchgebohrt und schon konnte ich das innen sozusagen wieder raustreiben. Und hier haben wir es jetzt so, dass wir den jetzt hier mit der Zange wieder ansetzen können und können es rausziehen. Gut.
damit fertig. Kann man eine Dichtung auflegen. Weil wir haben hier hin alles verbaut. Und können den dann schon dicht machen. Genau. Schrauben zurechtlegen. Wollen wir das schon? Wollen wir noch nicht drauf schrauben? Doch, war die Dichtung drauf. Ja, wir können das die andere Seite fertig machen. Da liegt der schöner stabiler. Das ist wahr. Genau. Also lassen wir den erstmal kurz beiseite. Nehmen erstmal den Motor nochmal andersrum. Weil sonst liegt er hier die ganze Zeit auf dem Deckel. Und das wollen wir nicht. Gut, die haben wir ja ausgeglichen. Also mit einer Scheibe, die sich innen schön leicht bewegen lässt. Also das ist die Ausgleichsscheibe dazu. Die klappert nicht. Also die ist jetzt ein Zehntel Spiel haben wir jetzt hier. Und das sollte ausreichend sein. Also die funktioniert gut. Dann können wir dort jetzt den Berliner drauf haben. Das ist der große Welli. Schön wieder einölen. Andrücken. Ihr könnt das Gehäuse jetzt auch gerne mal noch ein bisschen warm machen. Wenn ihr den so nicht angesetzt bekommt, dann geht es besser. So. Aufpassen, wenn ihr den auf den, wenn ihr auch so einen Holzbock habt, wenn ihr den auflegt, dass ihr hier mit der Fahne nicht in Schwierigkeiten kommt. Ja, also lieber den hier ein Stückchen hinten überlegen, dass hinten die Fahne frei ist. Also mal von unten gucken, Thomas. Hier habt ihr ja die Fahne und die sollte auf keinen Fall euch abbrechen. Die ist nämlich gleich mal kaputt. Richtig, haben wir schon mal probiert. Wir hatten eine, die hat nicht gepasst. Die haben wir versucht zu richten. Mit dem Erfolg, dass sie zerbrochen ist. Genau, und dann mache ich das wieder mit meinem kleinen Hämmerchen. So, wie weit? Haben wir schon mal gesagt. Bis er bündig sitzt. Man hört's dann. Wenn der Hammer aus Metall kommt. Genau. So, jetzt kümmern wir uns hier um die Ecke. Da müssen wir ja ausgleichen. Ich guck mal mit dem Tiefenmaß, ob ich da ein Maß ermitteln kann, wie viel ich da machen muss. Tiefenmaß sagt mir hier 1,1. Dann suchen wir uns die entsprechenden Ausgleichsscheiben raus. Je nachdem, wie viel Ausgleichsscheiben ihr braucht, wird immer die dickste außen aufgelegt. Das ist wichtig. Ich habe ein ganzes Sortiment da, also gucken wir uns mal die dickste dann halt aus. Das ist die hier. Wie viel hat die? Die hat 0,5. Und dann suchen wir uns noch eine. Die hat zum Beispiel 0,7. Also 0,7 und 0,4 war eine optimale Kombination. Wir haben auf der 1,1. 0,2. 0,5. 0,4. 1,1. Genau, das ist die dünne Scheibe sozusagen zuerst. Die dünne kommt innen rein und dann kommt die dickere außen über. Und dann kann man es hier fühlen. Oder ihr legt euch dann euren Metallmessschieber drüber, um das mal zu gucken. Ich habe ihn gefunden. Natürlich wie immer. Unter der Kiste. So, und dann jetzt einmal durchgucken, ob da ein Lichtspalt ist. Und wie ich hier sehe, da ist nirgendwo ein Lichtspalt, also das passt optimal. Dann haben wir eine CNC-gefräste Abdeckung, die sich Andreas da rausgesucht hatte. Und die gucken wir uns da mal an. Sieht edel aus, das Stück. Schade eigentlich, dass man die nicht mehr sieht nachher. Ja, und vor allem, dass die voll Kettendreck wird.
Okay, also der passt nicht. Aber der passt. Aber hundemäßig. Also der wird hier von innen verbaut, weil hier hinten habt ihr nochmal einen Sockel an der CNC-gefrästen Abdeckung. Also den drückt ihr dann sozusagen von innen rein. Und zwar bis zum Sockel. Das geht gut von Hand zu verbauen. Dann nehmen wir uns die Dichtung, die dazu ist. Die streiche ich mir ganz gerne mit Öl ein bisschen ein. Erstens wird die dann etwas weicher, weil hier beim Schneiden, Pressen hat sich hier so ein bisschen Material auch nach außen gebogen. Weil die werden halt gestanzt mit einem Stanzwerkzeug. Könnt ihr mit dem Finger nachher wieder versuchen, ein bisschen nach innen zu bewölben, damit euch das nachher nicht sperrt und die Dichtung ordentlich aufliegt. Ein bisschen Öl dazu. Nehmt nicht so viel, sonst habt ihr schon einen ersten Öltropfen im Gehäuse nach und wundert euch, ob es leckt oder nicht. Also einmal da rein. Noch ein bisschen nachwischen. Und dann setzen wir die CNC-Gefräste auf. Da noch ein bisschen Öl ran. Das ist alles geölt, das hat man das letzte Mal schon geölt. So, aber innen den Simmerring müssen wir auf jeden Fall noch ölen. Das wäre gut. Und da gibt es so eine Aufziehhilfe bei Simson. Und zwar, weil ihr hier diesen Grat habt und der ist relativ scharfkantig. Der Übergang von dem abgeflachten Teil, dem Zahnradmitnehmer, auf die Welle ist relativ scharfkantig. Also da aufpassen, dass ihr den ordentlich drüber zieht, ohne den kaputt zu machen. Gut, ausrichten. Dass die Dichtung ordentlich sitzt unten drunter. Und dann die mitgelieferten Schrauben verbauen. Sieht edel aus, das Teil. Ich weiß jetzt schon, dass wieder Fragen kommen, warum denn unbedingt ein CNC-Gefrästen? Jo, der ist halt schick und der ist plan und der ist nicht gewölbt. Bei den alten Deckeln könnt ihr das Problem haben, dass sie so ein bisschen gewölbt sind oder hier durchs Anziehen und dass die dann halt dadurch nicht mehr dicht werden. Also man sieht es vielleicht auch an dem, dass der halt, sieht man es oder sieht man es nicht? Ja, man sieht Licht durchleuchten. Genau, also der ist gewölbt und demzufolge liegt da nicht plan auf und ihr habt einen undichten Antrieb. Also deshalb macht man das, dass man dann halt so einen richtig CNC-gefrästen planen Antrieb hernimmt. Apropos, es hat gerade geklimpert, Thomas. Also ich glaube, wir müssten mal einen Schluck trinken. Dankeschön. Prost. Zum Wohl. Wie immer die gleiche Brause. Nee, jetzt schraubt sich doch schon seit viel besser. Siehst du, kaum habe ich einen Schluck getrunken, dann sehe ich schon wieder nicht mehr, was das für ein Imbus ist. Jetzt habe ich einen richtigen. Ich ziehe es gerne über Kreuz fest, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Weil über Kreuz ist es für mich immer am schonendsten. Ja, man kriegt aber alle Schrauben gleich fest. Ja. Also sagen wir, drei fest und die lässt sich eventuell ein bisschen verkantet und dann... Und verzieht man den ganzen Scheiß. Ja. Das wird dann nichts. So, nicht zu fest anziehen. Was ich mir auch nochmal kaufen werde, ist nochmal ein Drehmomentschlüssel. Einen kleinen, oder? Den kleinen. Ich habe bloß einen großen, der geht so ab 20 los und das ist auf den... Für den Motor ist es einfach nicht haltbar. Nee, nicht wirklich. Gut, das sitzt. Dann
15er Ritzel. Mit Löchern? Mit Löchern, das ist so ein Leichtbau. Also ich dachte zur Belüftung. Nee. Also von der Richtung her, ihr könnt mich gerne verbessern, aber ich denke, die 15 sollte nach außen gucken. Bei den DDR-Zahnrädern war da früher nochmal so ein Ring dran, wo man das sehen konnte, wie rum die drauf kommen. Also ich hätte jetzt gesagt, kommt so rum drauf. Dann kann man gleich sehen, dass auch wirklich 15 drauf steht. Genau. Muss man nachzählen. Sollen wir nachzählen? Dann nehmen wir uns die Scheibe her. Erstmal kurz Ordnung machen hier. Ein Haufen Foliekram immer. Wahnsinn. Kriegst die Tür nicht zu. Gut. Auch nochmal eine Anlaufscheibe vom Getriebe. Die mal ausgeglichen haben. Die habe ich auch noch nicht weggeräumt. Gut. Also ich habe jetzt hier nochmal eine gebrauchte Scheibe. Weil die ist noch tipptopp. Und besser als manchmal die neuen? Als die Nachbauten, genau. Weil die haben stellenweise ihre Eier. Was hat man gesagt? 24, gell? Hat man gesagt. So, ich baue es natürlich immer wie immer falsch um zusammen. Genau. Also. Du solltest dann auf und zu draufschreiben auf das Ding. Genau. Das Werkzeug habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Also, es ist ein Eigenbau. Hilft mir. Ich kann es sogar noch mal zeigen. Ist nur leider dummerweise immer falsch rum, ne? Ja, also leider habe ich es wahrscheinlich falsch rum zusammengebaut. Also ich könnte sein. Also ich habe ja hier mal noch ein 18er Ritzel, ne? Also das ist wirklich das Maximum, was ihr verbauen könnt, weil dann schleift die Kette nämlich hier am Lima-Deckel. Also das mehr geht auf keinen Fall. Ne? Und ich habe die Kette so ausgelegt, dass ich das 18er auch noch ganz locker fassen kann und dann auch ordentlich festschrauben kann. Ja. Also so habe ich mir das überlegt gehabt, weil manchmal begegnet einem ein 18er. Gut, dann ist das verbaut und wir klemmen es wieder zu. So, sauber verklemmt. Da kann sich nichts mehr lösen. Gut. Dann wäre der fast fertig. Alles klar. Also Jungs, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ich weiß, ist wieder etwas länger geworden. Ist immer so, beim Motor braucht man halt etwas länger. Weil ich erkläre auch ziemlich viel und ja, mir macht das Spaß halt, euch mit Wissen sozusagen zu versorgen, worauf man achten muss, weil es gibt einige Kanäle, wo es halt nicht so ist, wo dann einfach nur gesagt wird, zack, 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 Fakten, macht so und fertig. Ich bin immer da gerne dabei und erzähle ein bisschen was ringsrum. Macht mir Spaß. Also, das war's für heute. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mir folgen wollt, gerne ein Abo lösen. Mit der Glocke daneben wird das sofort informiert, wenn es weitergeht mit How About Your Moped. Mit Regenerierung von irgendwelchen Mopeds. Also S50 Motor ist jetzt demnächst dran. Also den mache ich jetzt, den M53 Motor nochmal als nächstes. Dann ist aber, glaube ich, mal Schluss mit Motoren, weil ich habe jetzt, glaube ich, schon genug Motoren gemacht. Und ich weiß nicht, also mittlerweile müsste ich alles erzählt haben, was ich weiß über die Motoren. Aber okay, also wie gesagt, ihr könnt mir gerne was in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwas noch wissen wollt oder falls ihr irgendwie noch eine Anregung habt. Und dann guckt man nochmal, dass ich das auch nochmal abdrehe. Ansonsten bauen wir wieder an dem Bock weiter. Der ist noch nicht ganz fertig. Den möchte ich jetzt gerne mal auch mal runter haben vom Ständer, weil es kommt jetzt die Winterzeit und da kommen noch meine Kumpels dann wieder und die wollen garantiert alle ein bisschen was am Moped gemacht haben, weil die haben die Kisten jetzt über den Sommer hin geschrubbt, dass es nur so gequalmt hat und jetzt ist halt einiges zu machen. Also angefangen von Bremsen über Lichtanlage oder dann auch mal ein Motor. Der ist halt nicht mehr ganz so fit beim Kumpel. Auch Thomas, sein Motor will gemacht werden. Also das Moped will auch mal
mit auf die Bühne und ja, demzufolge will ich das Ding halt frei haben. Das Ding geht, wie gesagt, dann, wenn es fertig ist, im Verkauf. Also ihr habt dann einmal eine komplette Serie, wie ich alles gemacht habe, dass es einmal komplett restauriert ist. Genauso wie die kleine hier von meinem Sohnemann, die habe ich auch als erstes Moped komplett gemacht gehabt. Also da ist auch keine alte Schraube mehr dran. Die ist jetzt auch vakant, die wird ja auch verkauft, weil mein Sohnemann hat gesagt, okay, ich möchte jetzt statt 50er 125er fahren. Also, wie gesagt, Fahrwerk ist gemacht, Rahmen ist gemacht, das ist alles Pulverbeschichtet, das ist neu lackiert, alle Lager sind gemacht, der Motor ist komplett gemacht, Elektrik ist gemacht, fährt hier mit LED-Scheinwerfern im Oldschool, mit LED-Lampen im Oldschool, eine H4-Scheinwerfer kommt noch rein, den habe ich schon hier liegen, der ist dann auch mit dabei, also einmal H4 bitte, ist dann auch mit verbaut. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach bei mir. Das Moped ist halt einmal komplett gemacht. Also das ist sozusagen neuwertig. Probe gefahren haben wir auch schon. Also 310 Kilometer sind auf der Uhr. Wir waren in München auf dem Simson-Treffen damit. Also hat Spaß gemacht und ja, das Ding lief und ist einfach jetzt zu verkaufen. Also meldet euch und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet wieder ein. Seid mit dabei, wenn es weitergeht mit Was, wieso, warum, how about your Moped und ja, traut euch was. Bis dann, ciao.